Laktose, Gluten und Co. sind ja heutzutage für die meisten Menschen keine Fremdwörter mehr. Eine neue EU-Verordnung zu diesem Thema war am Montag der Anstoß für eine Infoveranstaltung in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt. Konkret wurden die burgenländischen Gastronomen darüber informiert, dass sie auf Allergene in ihren Speisen in Zukunft hinweisen müssen. Los geht es am 13. Dezember. Bis dorthin muss die Verordnung umgesetzt werden und dann bis dorthin müssen die Gastronomen und alle, die in der Gastronomie-Hotellerie arbeiten, diese Verordnung umsetzen. Die Allergeninformationsverordnung ist eigentlich eine Weiterführung, wie es bis jetzt schon war. Es wurde bis jetzt mündlich Auskunft gegeben, das ist auch weiterhin möglich. Es gibt zusätzlich noch die Möglichkeit, dass man über Allergene schriftlich informiert. Aber nicht nur das ändert sich. Die nun nötige Dokumentation der Rezepte bringt auch einen großen Aufwand mit sich. Die Wirte werden dabei jedoch nicht allein gelassen. Deswegen haben wir eine Plattform entwickelt, die WKO-Rezeptplattform, die am 25.11.2014 für jedes Mitglied zugänglich ist und dort kann er auf einfache Art und Weise seine Allergene feststellen, die in den Speisen, die er verabreicht, drinnen sind. Bereits in diesem Dezember soll die Verordnung wirksam werden. Die Wirtschaftskammer wird hierbei Anlaufstelle für die Gastronomen sein. Von der Wirtschaftskammer aus werden sie unterstützt mit Schulungen, wo sie darauf hingewiesen werden, die gesetzliche Verordnung und natürlich auch ein Schulungsprogramm und ein Computerprogramm, das wir speziell entwickelt haben dafür. Gekennzeichnet wird in 14 Allergenengruppen von A für glutenhaltige Lebensmittel bis hin zu R für Weichtiere. Für Allergiker wird die Speisenwahl durch die Kennzeichnung also einfacher, wenn nicht sogar gefahrloser. Der Gast wird es insofern wahrnehmen, indem wir die Speisekarten speziell kennzeichnen werden, eben nach diesem Kodex. Wir werden ihn mündlich informieren und er wird natürlich auch eine schriftliche Information im Eingangsbereich bzw. im Buffetbereich finden. Am Ende wird also, selbst für Allergiker, bedenkenlosem Genuss auch zukünftig nichts im Wege stehen.